Hi, hallo und herzlich willkommen hier auf Kick'em LP. Wir machen weiter mit RimWorld Season 2, die ja nicht so fantastisch läuft für uns in letzter Zeit. Wir haben aufgehört, als Brawny hier unser gut beleibter erster Kolonist, der schon von Anfang an dabei war, in einen Wutanfall gekippt ist. Steht jetzt noch hier unten dran, ja, nicht so toll. Jetzt habe ich gesehen, der greift hier Stromkabel im Nahkampf an. Das heißt, wenn ich es jetzt gleich laufen lasse, wird er anfangen, hier alles zusammenzuschlagen. Solange aber seine kleine Maschinenpistole nicht benutzt, ist es für mich kein so großes Problem. Ich hoffe, wir lassen jetzt ein bisschen randalieren. Mein Gott. Ja, so ist es halt. Und ich hoffe, dass er das überlebt und niemand anfängt zusammenzuschießen. Und dann müssen wir ihn auch nicht zusammenschlagen, weil wir können es Verletzungen aktuell überhaupt nicht leisten. Wenn es nochmal ein Angriff kommt hier, dann geht es uns ganz, ganz schlecht. Aber gut, ich lasse mal wieder laufen. Wir schauen zu, was macht Heulsuse. Die baut komprimierte Bauteile ab. Okay. Geht die Schlachtet noch? Wie sieht es mit Essen aus? Moment, jetzt hätte ich es dann doch ganz gerne geordnet. War es das hier? Jawohl. Paar Mahlzeiten haben wir noch. Okay, Kitty macht jetzt neue Steine. Das ist gut, dass wir endlich mal hier weiterkommen. Brownie, wo gehst du hin? Stahlwand, mach sie ruhig kaputt. Habe ich kein Problem mit. Ah ja, den geht es eigentlich allen ziemlich beschissen, ne? Also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht Priorität 1, finde ich. Wie wär's denn mal mit aufräumen? Was hast du denn? Passt. Dann machen wir nochmal hier Transport auf 2. Dann fängt jetzt erstmal an, hier alles aufzuräumen. Weil Zeug liegt nur wirklich genug rum. Sind alle tot, gell? Ja. Gott, es liegt so viel Zeug rum. Wahnsinn. Holzwand im Nahkampf an, alles klar. Solange nicht unsere Kolonisten angeht, darfst du ruhig randalieren. Das ist alles nicht so schlimm, finde ich. Lass bloß die anderen Kolonisten in Ruhe. Okay, ich habe gerade Schiss gehabt. Okay. Kalksteinwand, mach nur. Und er ist wieder da. Sehr gut, sehr gut. Na also. Hätte schlimmer laufen können. Kann ich mit leben. Arbeitszeit. Ich gucke mal kurz, haben wir schon beschränkt? Ja, haben wir. Alles gut. Außerdem haben wir aktuell minus 12. Strom ist ganz gut. Der Generator läuft noch. Wie sieht es mit den Holzvorräten aus? Ist das hier? Nope. Hier Rohmaterial. Oh, über 2000. Okay, wir können wir auf jeden Fall laufen lassen. Weil die sind fast voll. Bettruhekomfort schalten, ja. Okay, dann macht man aus. Okay. Ronnie, wie verletzt bist du? Nächste Behandlung. 6 Tage, das ist alles gepatcht. Okay. Die Wurminfektionen halt noch. Alles klar, dann schalte ich mal auf 3. 13. Dezember. Meine Güte, noch 2 Tage Winter. Holy crap. 46 Tage haben wir schon überlebt. Was ist das? Dreck? Geröll. Ja. Bisschen Spaß haben kann ich mit leben. Okay, da sind nur wirklich genug Kalksteinbrocken, oder? Okay, Holz beginnt mit Sammeln. Brownie repariert, das ist schon in Ordnung. Und dann sollte er eigentlich anfangen zu bauen. Wie geht's dir denn jetzt? Stimmung ist okay. Stimmung ist sogar sehr gut. Alles klar, okay. Minus 6 Grad, kann ich mit leben. Jetzt sammeln wir mal die ganzen Dinge hier ein. Es sind so viele Klamotten und sonst. Gott, haben wir viel Holz. Das ist ja der Wahnsinn. Was machen wir denn damit?
Stahl könnten wir tatsächlich noch ein bisschen abbauen. Brownie, was machst du jetzt? Bau doch mal jetzt hier. Repariert Stromkabel. Wanderer bleibt. Oh, wir haben jemand. Ist angekommen und trifft einfach. Oh mein Gott. Okay. Okay. Bitte. Bitte Spiel. From your fucking bone, okay? Nicht schlecht. Geistige Arbeit 10, Bergbau 10, Sozial 7. Nahkampf 9, voll gut. Sozial hatten wir hier 8. Okay, das ist in Ordnung. Nahkampf 9, ja, ein Fernkämpfer wäre besser gewesen, aber... Gott, wir haben nur einen Fernkämpfer. Labeente, naja. Schlechte Laufgeschwindigkeit. Ja, verweigert nichts. Gigantisch, gigantisch. Herzlich willkommen, mein Freund. Mannes. Lass mir den Namen so. Ja, ich denke schon. Mannes, Mannes, passt. Alright. Oh Gott, ja. So, Arbeit gleich einteilen. Zack, zack, zack. Bettruhe 2. Schalten 2. Aufsehen. 3, 10, 8. Ja, die können alle aufsehen. Okay. Tierpflege nicht. Kochen. Nope. Definitiv nicht. Bauarbeiter, ja, kannst du machen. Bergarbeiter kannst du auf jeden Fall sogar machen. Da würde ich mal eine 2 setzen. Wobei, lass uns mal so, müssen wir ein bisschen spielen. Weil dabei kannst du auch mitmachen. Schmieden könntest du, wenn du denn wolltest. Kunst. Okay, das wird auf jeden Fall unser Forscher. Wir müssen jetzt wirklich bald anfangen zu forschen hier. Aber ich würde definitiv erstmal gucken, dass wir unser Wohngebäude hier fertig kriegen. Okay, ich erhöhe die Geschwindigkeit wieder. Mannes, was machst du? Du isst das mal. Oder nee, du trägst erstmal eine Jacke, ist in Ordnung. Was ist das hier? Silber. Okay. Sie wenig Chance, das Medizinproblem zu lesen, aber lösen, aber okay. Sehr gut. Ja, das war wichtig, dass hier mal einer anfängt. Rettungs... Jetzt geht's aber los, Leute. Jetzt geht's aber los. Ich sollte dem das Spiel öfters anbetteln. Vielleicht bringt es was. Okay. Du kannst ihn retten oder und dann seine Wege ziehen lassen oder fang ihn ein, wenn du ihn rekrutierst oder versklaven möchtest. Well, let's see. Lucy. Dino. Schmerzschock. Come on. Sozial. Kochen. Homosexuell. Was ist, ist das? Ein Männlein oder Weiblein? Männchen. Jawohl. Verweigert geistige Arbeit. Kann ich mit leben. 7. Kochen ist gut. Tiere, ja. Ist nicht gerade unbedingt das, was wir brauchen. Kernkampf 4. Aber wir nehmen ihn. Wieso nicht? Neurotisch. Ist hohe Arbeitsgeschwindigkeit, aber hohe Zusammenbruchschwelle. Alles klar. Okay. Okay. Also, wer holt ihn? Heulsuse gerade nicht. Vielleicht... Ah doch, die trägt nur durch die Gegend. Heulsuse kann ihn holen und bitte gefangen nehmen. Oh, wo war er jetzt? Hier. Fangen bitte. Strom verbinden bitte. Wie schwer ist er denn verletzt? Das Problem ist das mit der Medizin. Ja, schon. Schon ordentlich. Okay, schauen wir überhaupt, ob wir ihn hinkriegen. Wahrscheinlich verreckt er uns wieder im Knast. Aber hey, dann hätten wir 5. Das wäre halt sowas von großartig. Man schaltet die Heizung hier ein. Das ist gut. Oh, dann müssen wir die hier übrigens auch gleich einmachen. Weil man es braucht ein Bett. In Temperatur 20 Grad ist okay. In minus 1 bloß. Müssen wir bald das Ding wieder anmachen. Das Kühlelement. Dann setzen wir wieder auf Kochen. Machen wir mal 10 Stück. Und danach 10 davon. Wer ist der aktuelle Koch? Ah, Kitty. Die einzige, die im Handwerk erträglich ist. Ne, dann kann Mannes auch ins Handwerk einsteigen, meinetwegen. Vielleicht jetzt hier auf 2, das schalten wir wieder aus. Oh, oh. Achso, okay, die liegt jetzt hier, deswegen haben wir... Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Schwere Krankheit, alles klar, wer behandelt?
Pflege am besten 7, 5, 6, also Brownie behandeln. Okay. Gucken wir kurz, Gefängnis. Keine Interaktion, wir wollen bitte anwerben. Du kriegst normale Medizin, sonst gehst du mir drauf. Schwierigkeit Anwerbung 45%, ist jetzt nicht so schrecklich, könnte also klappen. Okay. Gut, 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 gut. Also sammelt weiter. Man ist futtert und arbeitet. Wie sieht es denn mit Steinvorräten aus bei den Baumaterialien? Ich glaube, wir haben gar nichts, gell? Nope. Oh. So, Entschuldigung, kleiner Hüpfer jetzt. Was war? Windows-Update, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wieso im Jahr 2018 in der Windows-Version 10 dieses fucking Problem immer noch herrscht. Entschuldigung, wenn ich mich aufrege, aber das... Wenn ich spiele, ja, das Update-Fenster, soll ich jetzt die Updates runterladen oder nicht, den Fokus weghaut, mein Spiel zerstört, die Aufnahme... Hass! Entschuldigung. Wir machen weiter. Sind das 10 Minuten vergangen? So. So, wird es schon behandelt? Ja, wird gerade behandelt. Okay, jetzt sind dann, glaube ich, die Medizinvorräte vollends verbraucht. Sehe ich das richtig? Gott, hoffentlich hat sich das gelohnt, Leute. Danach musst du durchkommen, Mann. Ist einfach so. So. Wie sieht's bei dir mit Hunger aus? Geht so. Könnte schlimmer sein. Alles klar. Gut. Man stellt weitere Blöcke her, das ist sehr, sehr gut. Das ist echt wichtig. Der Weg ist ein bisschen hoch hier zu dem Lager. Können wir die fertigen Steine nicht auch hier irgendwo lagern? Oder vielleicht schlauer. Oh, wir brauchen mehr Mützen, oder? Mann, ist es dir kalt? Geht so. Der Winter ist gleich vorbei. Wie sieht es mit Stoff aus? Ist das hier? Ne, das ist rohe Nahrung. Und warum kocht niemand? Moment, sorry. Muss das kurz pausieren. Hier. Stoff. Mhm. Und was ist das? Faultierwolle haben wir auch eine ganze Menge. Alles klar. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. So. Warum kocht niemand? Kitty, was machst du? Spazieren gehen. Okay. Die hat Freizeit jetzt. Geht wahrscheinlich gleich ins Bett. Ist in Ordnung. Hat man es eigentlich eine Waffe? Nee, gell? Gute Nacht, Jungs und Mädels. Nahkampf. Dann aber was Ordentliches. Bitte, haben wir eine ordentliche Nahkampfwaffe irgendwo? Sieht nicht so aus. Was bist du? Kalksteinknüppel. Was bist du? Holzstreitkolben. Warum hat der Kalksteinknüppel keine Qualität? Messer oder irgendwas? Nope. Liegt da was rum? Hier. Stahlmesser. Schäbig. Brownie braucht eine Behandlung. Warum? Ach, die Wurminfektion. Okay. Also sie war... War Mantis besser? Mantis war besser. Okay. Der ist eh noch wach, dann kann auch Brownie behandeln. Was ist das hier? Eine Schrotflinte? Nee, auch nicht wirklich. Hm. Ja, wir müssen das Lager demnächst in verschiedene Schichten aufteilen, aber es ist okay. Brownie hat Hunger, das ist kein Problem, der kann gleich was kochen. Sobald Kitty wach ist, kann sie loslegen. So.
Genau, du kochst jetzt bitte, weil sonst fangen die Leute an, wieder rohes Zeug zu essen und das geht wieder schrecklich schief. Heulsuse, du sammelst noch. Ja, ist echt nötig. Brownie baut. Man, es geht Steine bearbeiten, sehr gut. Ja, so passt es doch. Hergestellt. Landen da die Steine drin? Weiß ich nicht, wenn man es jetzt reinbringt. Nee, es sind 60. Ah, hier unten, klar. Mhm. Passt. Hier wieder alles zu. Oh, langsam. Schwere Krankheit, Lucy. Wir haben jetzt keine Medizin mehr, sehe ich das richtig? Nur noch Drogen. Können wir da irgendwas tun? Muntermacher? Nee, das bringt jetzt mit Sicherheit nichts. Ja gut, Lucy, besser geht die ärztliche Versorgung aktuell für dich nicht. Wenn du stirbst, dann stirbst du. Bedürfnisse sind gedeckt. Kann nicht mehr tun. Sorry, Mate. Ich hoffe, du schaffst es. Temperaturen sind okay. Ja, ja, ja. Okay, ich stelle schneller, weil ich an sich gerade die Arbeit sehr, sehr gut finde. Was war das? Was war das? Keine Medizin, ich weiß. Versammeln sich, um die Hochzeit zu feiern. Oh! Oh Mann, und das ist mitten im Schnee. Okay. Was ist jetzt mit der Hochzeit, Leute? Oh, wie süß. Und das wisst ihr, wenn wir schon den Raum definiert hätten, hätten wir auch einen Hochzeitsplatz schon definiert und naja. Schade, schade. Juhu! Ich gratuliere euch beiden. Ich finde ja nicht, dass ihr zusammenpasst, aber das ist eure Sache. Hauptsache, ihr arbeitet schneller. Go, go, go! Ey, Lucy kann wieder laufen. Großartig. Man ist besucht hier das Grab von Polecat. Tristessa fehlt mir viel mehr, um echt zu sein, Leute. Wie geht's unserem Leichenraum? Ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst, die Fallen hier wieder aufzustellen. Ganz ehrlich. Sollten wir hier noch eine Stahltür einbauen, fällt mir ein. Hier. Weil wir es echt aufstellen sollten wieder. Aber ich habe... Ja. Vielleicht sollte ich das mal googeln. Ich bin nicht so der Freund von alles googeln und rausfinden. So, jetzt schlafen alle. Ich drück mal auf 3. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Trick, das hier schlauer zu machen. Vielleicht machen wir es nachher irgendwie von Hand. Vielleicht ist es möglich, dass wir die Fallen hier wieder aufstellen. Und dass wir das Gebiet als nicht zu betreten definieren oder irgendwie so, weil... It sucks, man. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Was passiert da? Ah, okay. Ja, die kämpfen. Das ist mir doch wurscht. Also sind Brownie schon wach. Langsam und stetig, ganz ehrlich. Mann, es hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Okay, waren die Bären schon zu alt? Wie sieht's aus? Noch 4.
Okay, ich denke, die Vorratsteine reichen jetzt. Dann stellen wir das hier mal wieder auf 3. Dann sollte der nämlich zum Bauen dazugehen. Sieht der Lagerraum aus? Holy crap, der ist fast voll. Pony, kannst du das hier mal kurz machen, bitte? Und danach müssen wir tatsächlich das Ding hier nochmal vergrößern. Was ist das hier? Eine andere Art von Wand. Machen wir so. Und so vielleicht. Hat sich um Lucy schon jemand gekümmert? Oh, die schläft halt noch. Ja, okay. Jetzt machen wir noch bessere Mahlzeiten. Hammermäßig, Leute, hammermäßig. Immer noch nicht alles Zeug eingesammelt. Die Schlachtaufgabe können wir auch mal wieder einschalten. Ah ne, läuft noch, okay. Haben wir gerade noch Tiere? Nee, gell? Nope. So, die versuchen alle ihn rumzukriegen. Sozial 8, sollte das doch klappen. Dann haben wir wieder ein Schlafplatzproblem, aber das ist alles nicht so dramatisch. So. Der Abend kommt. Lucy, wie sieht's aus? Blutverlust leicht, sehr gut. Sieht so aus, als ob er durchkommt. Vielleicht haben wir dann hier was, das nächste Paar mit Mannes und dem Neuen. Kann klappen. Haben wir Kitty noch alleine, aber schauen wir mal. So! Frühling, Halleluja. Ist doch eine gute Stelle für einen Schnitt, oder? Es geht wieder aufwärts, würde ich jetzt gerne sagen, wenn ich nicht wüsste, dass, wenn ich das sagen würde, es direkt jetzt in einem Angriff kommen würde, unsere Kolonie über den Jordan schickt. Deshalb halte ich einfach die Klappe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt mir halt, macht's gut und ciao.